star shines above us to lead toward the Savior, a baby born in Bethlehem, our Emmanuel, the Son in a manger. Christ forever will reign.
Hey zusammen, wie genial ist es, den zweiten Advent zu feiern, Gottesdienst zu feiern. Wir hoffen, dir geht's gut und wir wollen einfach den Moment nehmen, um Gott anzubeten. Du darfst gerne aufstehen, da wo du bist, in der Microchurch oder zu Hause und zusammen unseren Fokus auf Gott richten. Yeah.
Glaube ich und steh auf festem Grund. So bleibt die Hoffnung standhaft auch durch den tiefsten Sturm. Ich bin gewiss, dass sein Versprechen sicher ist. Solange es Leben gibt, hält die Treue. Gott ist gütig. Geduld, er ist nicht neidisch, spielt sich nicht ab. Sein Weg ist höher als mein Weg, sein Denken neue Pfade geht. Eins weiß ich sicher, dass mein Gott liebt. Wie immer war, strahlt es über uns.
Geduld, er ist nicht neidisch, spielt sich nicht ab. Sein Weg ist höher als mein Weg, sein Denken neu. Vater, eins weiß ich sicher, dass mein Gott liebe.
Jesus, wir danken dir, dass es keinen anderen Namen gibt, außer deinem Namen, in dem er Rettung ist, in dem so viel Hoffnung ist. Du bist ein starker Gott, der mit uns ist und der für uns ist. Jesus, wir danken dir. Und hey, wir wollen zusammen beten. Und wenn du irgendwas hast, du sagst, da brauche ich Gott, dann ist genau jetzt der Moment, dass wir zusammen dafür beten, für dein Anliegen, für deine Situation. Weil Gott ist mit dir und Gott liebt dich und er will was verändern in deinem Leben. Indem er, hey, komm mal, in dem Glauben und in der Zuversicht beten wir. Jesus, wir danken dir für jede Person, die jetzt gerade zuhört, die in der Michael Church ist. Wir danken dir, dass du einen großen Plan hast für sie. Wir danken dir, dass du ihr Anliegen siehst. Und Jesus, wir kommen mit Glauben zu dir, weil wir wissen, dass wir dich auf unserer Seite haben. Wir beten, dass Durchbrüche passieren, dass Heilung passiert. Da, wo Dinge zerbrochen sind, dass sie wiederhergestellt werden in deinem Namen, Jesus. Wir beten, Jesus, für Errettung wirklich, für Menschen in unserem Umfeld, dass sie dich kennenlernen über diese Weihnachtszeit. Gott, wir beten für Leute, die wir getroffen haben, vielleicht diese Woche, die dich brauchen, Jesus. Auch wenn sie selber vielleicht jetzt nicht hier sind, wir beten für sie, dass sich was verändert in ihrem Leben und dass sie über die nächsten Wochen deine Gnade und deine Liebe erfahren. In deinem Namen. Und alle sagen gemeinsam Amen, Amen. Hey, herzlich willkommen. So genial, dass du bei uns bist heute. Hey, wir werden dir gleich noch ein bisschen was erzählen, was die nächsten Wochen passiert. Aber jetzt, du darfst erstmal Platz nehmen, dich hinsetzen, egal ob im Wohnzimmer oder in der Michael Church. Ja, ich möchte auch Hallo sagen. Herzlich willkommen auch von mir. Es ist ganz besonders und gemütlich hier bei uns heute. Und das ist eins von meinen Lieblingsteilen an Weihnachten. Und falls es nicht so gemütlich bei euch ist, denn heute kommen wir und wir hoffen, dass wir Wärme und Nähe und diese Gemütlichkeit zu euch bringen können. Aber eigentlich bin ich hier, weil ich möchte mit allen Mädels von uns zu sprechen, weil diese Woche ist ganz besonders. Wir haben Sisterhood United Night diesen Donnerstagabend mit unserer Senior Pastorin Bobby Houston. Und wenn du Bobby kennst, dann du weißt, sie ist so genial, wie sie das Wort Gottes bringt. Sie ist lustig und sie ist tiefgänglich gleichzeitig. Und ich freue mich so sehr, von sie zu hören. Es ist irgendwie immer besonders, weil sie nimmt nur zweimal im Jahr wirklich an alle Frauen zu sprechen. Und diesen Donnerstagabend ist eine von diesen Möglichkeiten. Und ich möchte wirklich, dass niemand das verpasst. Und so auf unserem YouTube-Channel, 19.30 Uhr, sei da. Ich werde da sein im Chatroom. Jan, bist du auch im Chatroom bei Sisterhood United? Hey, jetzt bin ich es auf jeden Fall. Aber so cool. Und ist es genauso gemütlich bei euch zu Hause? Hey, es wird gerade, ja. Wir sind ständig am Weiterentwickeln, Dekorieren. Unsere Lichterkette, die geht immer von 17 Uhr bis 23 Uhr an draußen. Also wenn Leute vorbeikommen wollen, das ist die Zeit, wow, wo unsere Lichterkette brennt. Okay, kommen wir auf alle Fälle in Auto. Was ist dein Highlight zu Hause? Dein Christmas Highlight? Mein Christmas Highlight zu Hause. Ich muss sagen, wenn alle zusammensitzen, nice, das Feuer brennt, Lichterkette überall und wenn alle gemeinsam in unserem Wohnzimmer nice sitzen. Das ist so, so gemütlich. So cool. Ja. Mega. Nice. Hey, wir wollen zusammen geben und ich habe das große Vorrecht, uns darin zu ermutigen. Und von ihr, du kannst einfach deine App öffnen oder auf den Link klicken, der jetzt eingeblendet ist. Aber ich habe so einen Satz gelesen, der mich so inspiriert, jetzt zu geben. Und der steht in 1. Mose 12, Vers 2. Dort steht, sagt Gott zu Abraham, er sagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und es sind zwei Fragen, die ich mir gestellt habe. Erstens ist, kann Gott mich segnen? Habe ich diese Erwartung, dass Gott mich segnet? Habe ich diese Erwartung, dass Gott mir seine Kraft, seine Gnade, seine Güte zeigt und ich die empfangen kann, weil mein Fokus darauf ist, so hey, ich vertraue ihm und ich verlasse mich auf ihn. Und dann eine herausfordernde Frage ist, kann Gott durch mich segnen? Also kann Gott mich segnen und kann Gott durch mich segnen? Weil Gott arbeitet so, dass er durch uns segnen möchte. Er sagt hier zu Abraham, hey, du wirst ein Segen sein für alle Völker. Und ich habe mir gefragt, so hey, kommt Gottes Segen durch mich durch? Wir haben ja viele Weihnachtsgeschenke, werden vielleicht gerade verschickt. Und stell dir vor, du hast ein geniales Weihnachtsgeschenk, das du irgendjemand schicken willst. Aber du kriegst es nicht durch den Postboten durch, weil der sammelt es irgendwo oder vergisst es zu liefern. Wie frustrierend wäre das? Und da habe ich mir gefragt, okay, was hat Gott mir gegeben, was er benutzen will,
um durch mich zu segnen. Wenn Gott seine Kirche bauen will, dann durch uns alle, indem er uns segnet. Wenn Gott ein Segen sein will für die Nation, in denen wir sind, dann durch uns. Und ich glaube, das ist so eine geniale Möglichkeit heute, zu sagen, hey, okay, Gott segnet mich und dafür bin ich dankbar. Und jetzt will ich ein Segen sein für andere und das nehmen, was er mir gegeben hat, sodass Gott durch mich segnen kann. Und in dem Spirit, hey, lass uns auch den Moment voller Glauben nehmen und sagen, hey, es ist ein Vorrecht, dass Gott durch uns ein Segen sein will. Das war für Abraham nicht eine Last, das war für ihn ein Privileg, dass Gott ihn benutzen möchte, um Segen zu sein für andere. In dem Spirit, hey, ich bete noch für das Opfer und dann geben wir es voller Glaube. Jesus, wir danken dir so sehr für das, dass du durch uns zum Segen sein möchtest. Wir danken dir für deinen Segen, für deine Liebe, Gnade, für die Ressourcen, die du uns gegeben hast. Gott, für die Kirche, in der wir gepflanzt sind. Und Jesus, jetzt wollen wir zum Segen sein für andere. Wir nehmen das Opfer, egal wie viel es ist, wir nehmen es voller Glauben. Und wir beten, dass du dadurch dein Evangelium und deine gute Nachricht an Plätze bringst, wo sie jetzt noch nicht ist. In deinem Namen. Amen. 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 Well, ich freue mich jetzt auf die Predigt. Ich weiß, dass Gott möchte zu jeder einzelnen Person sprechen. Er ist ein persönlicher Gott. Und so, ich hoffe, ihr seid voller Erwartung. Holt eure Bibel raus, wenn ihr das dabei habt. Und ja, ich bete wirklich, dass du am Ende von diesem Gottesdienst, du wirst mehr wissen über wer Gott ist. Und über wie sehr er dich liebt. Und so, ja, ich freue mich auf Freimut. Halleluja. Hey, auch von meiner Seite ein Riesenhallo an euch alle, wo auch immer ihr seid. Einen frohen zweiten Advent. Wir sind mitten in unserer Weihnachtszeit und ich meine, wie genial. Hier Grüße aus unserem Wohnzimmer von Konstanz, wo auch immer du bist. Genial, dass du hier bist. Und wir wollen gar nicht lang Zeit verbringen, oder ich will gar nicht lange Zeit verbringen mit irgendwelchen großen Intros, sondern will mich direkt stürzen in den Bibeltext, den wir für heute haben und in die Gedanken, die ich heute mit euch teilen möchte. Und der Text, den wir heute nutzen, steht in Lukas Kapitel 1. Und das ist wahrscheinlich nicht sehr überraschend für uns alle, die Geschichte von Jesus und die Geschichte von der Geburt von Jesus Christus. Und wir steigen ein in Lukas 1, die Geschichte von Maria und wie ihr der Engel begegnet und ihr die frohe Botschaft verkündet. Für uns im Endeffekt die frohe Botschaft, für Maria wahrscheinlich eine der herausforderndsten Botschaften, die sie jemals hat bekommen können von irgendjemandem. Und wir steigen ein, Vers 30. Der Engel sagte zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Sieh, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und sein Königreich wird kein Ende haben. Da sagte Maria zum Engel, wie soll das passieren? Ich weiß von keinem Mann. Und der Engel sagte, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das von dir geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Vers 37, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sagte, sieh, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel verließ sie. Sieh, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel verließ sie. Der Titel von meiner Botschaft heute, wenn du mitschreiben möchtest, ist ein ungewöhnlicher Titel. Von Babys, Gott und Königshäusern. Von Babys, Gott und Königshäusern. Ich weiß nicht, ob du Zeitungsleser bist. Ich weiß nicht, ob du gerne die Bild-Zeitung liest oder
oder die echten Zeitungen liest oder ob du gerne Nachrichten schaust. Aber es gibt so einige Dinge, die lieben Journalisten, die lieben Reporter. Es gibt so gewisse Themen, wenn du willst, dass jemand deinen Artikel liest und wenn du willst, dass du Aufmerksamkeit bekommst, dann gibt es eigentlich drei Dinge, die immer funktionieren. Drei Triggers, die immer gehen. Erstens Babys. Wir alle lieben Babys. Okay? Und wir alle lieben es, über Babys zu lesen. Wir alle, ich weiß nicht, meine Frau schaut sich regelmäßig One Born a Minute an. Wir alle lieben Babys, okay? Wenn du willst, dass jemand deinen Artikel liest, dann redest du über Babys. Das zweite ist Gott. Ich glaube, es gibt wohl nichts in unserer heutigen Zeit, was mehr spaltet, mehr vereint, mehr Spannung auslöst als Religion und Gott. Also Babys und Gott. Und das dritte Ding, was immer zieht, sind Königshäuser. Einmal über die Queen berichten, einmal über die Söhne und Töchter der Queen berichten, was auch immer noch da alles passiert. Wir lieben es, den Klatsch und den Tratsch der Königshäuser zu legen. Und wenn du diese drei Themen hast, vereint, Babys, Gott, Königshäuser, Jackpot. Wenn du Journalist bist, wenn du Reporter bist, wenn du irgendwie in der Zeitungsagentur arbeitest, das ist eigentlich die Story. Und all die drei Dinger finden wir genau vereint in dieser Geschichte. Eine Geschichte von Babys, eine Geschichte von Gott und eine Geschichte von Königshäusern. Das Ganze angereichert vielleicht noch von uns Menschen mit ein bisschen Gerüchten von Affären, mit ein bisschen politischer Spannung, ein neuer König, er wird den jetzigen König ersetzen, was wird dort passieren? Alles ist ein bisschen angehaucht, ein paar Unwahrheiten reingemischt und schon hast du die Knallerstory und jeder wird sie lesen. Das Problem bei solchen Stories ist leider nur oftmals, dass die Nebensächlichkeiten in den Vordergrund treten und das, was eigentlich wichtig ist, sehr leicht überlesen und vergessen wird. Sehr oft, was hängen bleibt, ist der Klatsch und der Tratsch, die Oberflächlichkeiten, das Zentrale, wie es der Person wirklich ging, was wirklich passiert ist, verliert sich so im Laufe der Zeit. Was hängen bleibt, ist der Skandal. Was hängen bleibt, ist das, was anzieht, ist das Spektakuläre. Und ich glaube, in dieser Geschichte, wenn wir nicht aufpassen, kann uns genau das Gleiche passieren. Es kann das Spektakuläre hängen bleiben. Es kann der Skandal hängen bleiben. Es können diese Nebensächlichkeiten hängen bleiben. Und wir verlieren eigentlich die Kraft und die Stärke von dem, was in diesem Text wirklich steht. Und über diese drei Dinge, die in diesem Text stehen und die uns eigentlich ermutigen sollen und die uns Stärke geben sollen und die Dinge, die Gott uns eigentlich kommunizieren möchte, über die möchte ich sprechen. In den nächsten paar Minuten, die ich habe. Aber ich würde sagen, ich bete noch zuerst und dann steigen wir direkt ein. Ich hoffe, das ist okay für euch. So, ich danke dir für deine Geschichte. Wir danken dir für die Geschichte, die du schreibst mit uns als einzelne Menschen und mit uns gemeinsam. Danke, dass wir verwoben sind in deiner Geschichte. Dass du uns mit einbeziehst in diese große Geschichte, die du schreibst, in diesen großen Plan, den du hast. Und Gott, ich bete in den nächsten paar Minuten, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir von dir empfangen, dass wir von dir hören, dass wir uns nicht abgeben mit dem Spektakulären, mit den Nebensächlichkeiten, sondern dass wir das Herz von dem, was du uns sagen möchtest, in diesem Text wirklich verstehen. In deinem Namen, Herr Jesus. Und alle sagen gemeinsam Amen. Können wir uns einfach einen Moment Zeit nehmen? Und das ist das Erste, was ich teilen möchte. Und das Erste, was wir rauslesen können aus diesem Text, rauslesen müssen aus diesem Text, können wir uns einen Moment Zeit nehmen, innehalten und uns darüber Gedanken machen, wie unglaublich schwer dieser Moment für Maria war. Ich meine, weißt du, ich weiß nicht, was für ein Bild du von dieser Maria hast, aber Maria war schätzungsweise 15 oder 16 Jahre alt, zu der Zeit, als sie schwanger wurde, zu der Zeit, als der Engel zu ihr kam. Ich keine Ahnung, ob du den durchschnittlichen 15, 16-Jährigen kennst, aber ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde, wenn ich 15 oder 16 wäre und ein Engel kommt zu mir und sagt mir, ich bin schwanger und der
dieses Baby, was auf die Welt kommen wird, wird niemand Geringeres als der Sohn Gottes sein. Er wird in Ewigkeit herrschen und, by the way, nebenbei noch die Welt retten. Pressure is on. Keine Ahnung, wie du dich fühlen würdest, aber boah, das ist mal eine Message. Das ist mal ein Aufwachmoment für jeden von uns. So dieser Moment von, hey, Gott hat dich erwählt und er hat dich berufen, weil er seine Gegenwart durch dich auf diese Welt bringen möchte. Die erste große Herausforderung, die, glaube ich, Maria hatte, war einfach mal zu glauben, dass das stimmt. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich meine, vielleicht hat sie einfach nur gedacht, ich habe geträumt, der Engel ist nicht wahr. Aber einfach in dem Moment zu glauben, ich bin von Gott auserwählt, seine Gegenwart auf diese Welt zu bringen. Allein das zu glauben, ist schon schwierig genug. Die zweite Herausforderung, glaube ich, die sie hatte, war nicht nur zu glauben, dass sie von Gott auserwählt wurde, sondern wie erzähle ich es meinem Verlobten? Also mal ganz ehrlich, wie nimmst du diese Message und sagst deinem Verlobten, übrigens, Josef, ich bin schwanger. Aber da war niemand. Das Baby ist, das ist von Gott. Manchmal kann es extrem schwer sein, unseren engsten Vertrauten Dinge zu sagen, die uns wirklich wichtig sind und die uns wirklich beschäftigen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. In unserer heutigen Gesellschaft haben wir alle kein Problem, auf Facebook unsere Meinung zu sagen, auf Instagram unsere Meinung rauszuposaunen. Und es fällt uns leichter, der Welt zu sagen, was wir fühlen, als unseren engsten Vertrauten zu sagen, was wir wirklich denken. Maria hatte die große Aufgabe, ihrem Verlobten zu sagen, hier ist was passiert. Hier ist was in meinem Leben passiert. Und ich muss es mit dir teilen. Und ich muss dir vertrauen, dass Gott zu dir spricht und du das mit mir trägst. Wow, mach das mal. Und dann nicht nur das. Ich meine, sie muss es glauben, sie muss es ihrem Verlobten erzählen und dann muss sie damit leben. Jeden Tag die Berufung realisieren, das Gewicht zu tragen. Jeden Tag. Schwierig manchmal. Manchmal fällt es uns genauso schwer zu glauben, dass wir von Gott berufen sind. Aber ich will dich daran erinnern, zu dieser Weihnachtszeit, du bist von Gott berufen. Du bist von Gott auserwählt, um seine Gegenwart in diese Welt zu bringen. Nicht, weil du perfekt bist, nicht, weil du so gut bist, sondern weil Gott dich auserwählt hat, weil Gott mich auserwählt hat. Unsere Berufung, unser Auftrag ist es, diese Botschaft der Hoffnung, diese Botschaft des Heils zu teilen mit unseren Ängsten, was manchmal sehr schwer sein kann. Und dann, wie es das Neue Testament verfasst und wie Jesus es zu uns sagt, täglich unser Kreuz auf uns nehmen und jeden Tag mit dieser Berufung leben. Das Erste, was wir in diesem Text sehen müssen und was wir verstehen müssen und was wir niemals unterschätzen dürfen, ist die Herausforderung, die Maria hatte in diesem Moment. Und sie ist sehr vergleichbar mit der Herausforderung, die wir alle haben in der heutigen Welt, in unserem Leben, wo wir gerade sind. Natürlich, es ist besonders. Natürlich tragen wir nicht alle den Retter im Sinne von, wir kriegen ein Baby. Aber, wir alle tragen diesen Jesus in uns. Und wir alle haben die Aufgabe, diesen Jesus in diese Welt zu bringen. So wie Maria eine Aufgabe hatte, so haben auch wir sie. Und manchmal ist es schwer und manchmal ist es ein Gewicht und manchmal ist das nicht einfach. Das müssen wir verstehen. Das Zweite, was Gott zeigen möchte in dieser Message, in diesem Text, was wir nicht überlesen dürfen, was wir verstehen müssen, ist, er gibt uns eine Erklärung. Und er nimmt Maria als Beispiel. Hier ist Maria und ich zeige euch jetzt, wie ich ein Wunder vollbringe in euch und durch euch. Das ist, was Gott sagt. Ich zeige euch jetzt, wie ich ein Wunder vollbringen werde in dir und durch dich. Und er sagt das in Vers 35. Maria sagt zu dem Engel, der Engel hat ihr gerade gesagt, du wirst schwanger werden. Und Maria sagt, also ich weiß von nichts. Das ist schon fast so ein bisschen, wie wenn du als Eltern deine Kinder konfrontierst mit irgendwas, was passiert ist. Und deine Kinder stellen sich hin und sagen, also ich weiß von nichts. Ich war es nicht. So ein bisschen ist Maria also, keine Ahnung, wovon du redest. Ich weiß von keinem Mann. Aber der Engel sagt, okay, pass auf. Hier ist, wie das passieren wird. Zwei Dinge werden passieren. Erstens, der Heilige Geist wird über dich kommen.
Der Heilige Geist wird über dich kommen. Dieses Wort über dich kommen, was hier verwendet wird, ist das griechische Wort Eperkomai. Eperkomai heißt so viel wie auf jemanden herabkommen oder jemanden erfüllen. Und ist das gleiche Wort, das verwendet wird in der Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8, wo Jesus sagt, der Heilige Geist wird auf euch fallen und wird euch mit Kraft erfüllen, damit ihr meine Zeugen sein könnt. In anderen Worten, was hier uns zum allerersten Mal so richtig dargestellt wird, auf praktische Art und Weise, der Heilige Geist mit seiner befähigenden Kraft wird in dich kommen und wird dir helfen, etwas zu tun und jemand zu sein, was du niemals tun konntest und wer du niemals sein könntest. Lass mich es nochmal sagen. Der Heilige Geist kommt in dich und erfüllt dich, damit du jemand sein kannst, der du niemals sein könntest aus deiner eigenen Kraft und damit du etwas tun kannst, was du niemals tun könntest aus deiner eigenen Kraft. Der Heilige Geist wird auf dich fallen, wird dich erfüllen und er wird dich befähigen. Wie vollbringt Gott Wunder in uns? Wie hilft uns Gott, unsere Berufung zu erleben, unseren Platz einzunehmen in dieser Welt? Licht zu sein, Jesus zu bringen, Hoffnung und diese lebendige Hoffnung zu bringen in diese Welt. Er gibt uns den Heiligen Geist. Er erfüllt uns mit seiner befähigenden Kraft. Wo auch immer du gerade stehst, du musst wissen, du bist nicht alleine. Du musst wissen, dieses Leben, das du lebst und zu dem dich Gott beruft, lebst du nicht aus deiner eigenen Kraft. Maria hatte keine Chance, das zu managen aus ihrer eigenen Kraft, das geht ja gar nicht. Deswegen sagt Gott, ich erfülle dich mit dem Heiligen Geist und er wird dir die befähigende Kraft geben, das zu tun, was du normalerweise nicht tun könntest, wo auch immer du gerade stehst, diese Weihnachten. Gott will dir die befähigende Kraft geben, dein Rennen zu rennen, deinen Weg zu gehen, deine Berufung zu leben. Gott beruft nicht und verlässt. In Römer können wir das lesen, im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 30. Gott beruft und die er beruft, die hat er auch gerecht gemacht und die er gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. In anderen Worten, die er beruft, die füllt er mit seinem Geist, weil es ist sein Geist, der uns gerecht macht. Es ist sein Geist, der uns verherrlicht. Nicht wir, seine Kraft. Gott hat dich berufen. Und Gott wird dich befähigen mit seiner Kraft. Das Erste, was Gott hier sagt, okay, lass mich euch erklären, wie ich Wunder vollbringe in dieser Welt. Erstens, ich gebe euch die befähigende Kraft, der zu sein, der du niemals sein könntest und das zu tun, was du niemals tun könntest. Und zweitens, Vers 35, der Heilige Geist wird über dich kommen. Und, alle sagen mal und. Und, ich liebe es, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Das Wort überschatten, das griechische Wort überschatten, was hier benutzt wird, ist episkiazo. Episkiazo bedeutet einen Schatten werfen. Oder mit einer Wolke umgeben. Mit einer Wolke umgeben. Wenn du dir die Bibel durchliest, da gibt es ein paar Geschichten von Wolken. Und wenn immer eine Wolke kommt, ist die Gegenwart Gottes nicht weit weg. Die Wolke steht für Gottes Gegenwart, für Gottes Schutz, für Gottes Erwählung, für die Tatsache, dass Gott bei dir ist und dich umgibt, egal wie schwer dein Umstand, egal wie schwer diese Situation. Nicht nur hast du den Heiligen Geist in dir, du hast Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer des Universums, um dich herum. Ich weiß, manchmal ist das Leben herausfordernd. Manchmal ist das Leben schwierig. Aber die Kraft des Höchsten umgib dich, hüllt dich ein. Ich habe das gelesen und ich konnte nicht anders als denken an ein Gedicht, an ein wunderbares Lied, das ihr alle wahrscheinlich kennt. Dietrich Bonhoeffer. Von guten Mächten, treu und still umgeben. Er hat es geschrieben am 19. Dezember 1944.
als er im Gefängnis saß, in der Reichshaftanstalt in Berlin. Ein paar Momente oder kurz bevor er hingerichtet wurde. Er wusste, was passieren wird. Er wusste, was passieren wird. Und er schreibt einen Brief an seine Geliebte, an seine Verlobte, an die Frau seines Lebens. Und hier ist, was er schreibt. Und ich habe mich entschieden, euch das ganze Lied vorzulesen. Er ist in einer Situation, unglaublich schwer. Berufen, Licht zu bringen, Hoffnung zu bringen, in einer Zeit, so unglaublich schwer. Er weiß, er wird hingerichtet. Er weiß, sein Leben hier auf dieser Erde geht zu Ende. Er weiß, Ungerechtheit herrscht in dieser Welt. Er hat versucht, etwas zu tun. Er hat versucht, sich zu wehren. Er hat versucht, Gottes Gegenwart zu bringen, seinen Teil, seinen Platz einzunehmen. Und er weiß, sein Leben geht zu Ende. Und hier ist, was er schreibt in seinen letzten Momenten. Von guten Mächten, treu und still umgeben, behütet und getröstet, wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. Und reichst du uns den schweren Kelch des bittern Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, dann wollen wir das Vergangene gedenken und dann gehört dir unser Leben ganz. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht, für, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jeden vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet. All deiner Kinder hohen Lobgesang. Von guten Mächten, wunderbar geboren, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Von guten Mächten, wunderbar geboren, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Gott ist bei dir, ganz gewiss an jedem neuen Tag. Egal wie schwer die Situation auch sein mag, egal wie schwer der Umstand auch sein mag, und sind wir realistisch, schauen wir uns dieses Jahr an, es ist schwer. Vielen von uns fällt es schwer, diese Weihnachten zu feiern. Vielen von uns fällt es schwer, in dieser Zeit Worte zu finden. Aber wir dürfen wissen, nicht nur ist der Heilige Geist in seiner befähigenden und mit seiner befähigenden Kraft in uns. Gott umhüllt uns. Wir sind von wunderbaren Mächten umgeben, die uns halten und die uns schützen und die uns führen. Und egal, was da draußen passiert, unser Gott ist immer noch größer. Egal, was da draußen uns irgendwas androhen möchte, unser Gott ist immer noch stärker. Egal, wie verloren du dich auch gerade fühlen oder fühlst, Gott weiß immer noch den Weg. Gott kennt immer noch den Weg. Du bist von wunderbaren Mächten umgeben. Was wir hier lesen können in dieser unglaublichen Bibelstelle ist, wie Gott beschreibt an Maria, wie er Wunder vollbringen möchte in uns und durch uns. Und das Letzte, was wir sehen können, der letzte Punkt, was Gott uns zeigen möchte, ist diese wunderbare Reaktion einer demütigen Frau, die Gott vertraut. Gott läuft in ihr Leben, er sprengt ihr Weltbild, er ändert den Kurs ihres Lebens komplett. Und hier in Vers 38 ist, was Maria sagt. Siehe, hier bin ich. Mir geschehe nach deinem Wort.
siehe, hier bin ich. In anderen Worten, dein Wille geschehe. Was für eine Antwort auf die Berufung, die Gott auf ihr Leben gelegt hat. Hier bin ich. Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung, wie es werden wird und wie es sein wird. Aber eins kann ich sagen, ich vertraue dir. Was für eine unglaubliche Reaktion einer demütigen Frau, die Gott vertraute. Und genau so lädt Gott dich ein und mich ein, ihm zu vertrauen. Mit unserem Leben, mit unserer Zukunft, mit wer wir sind und mit was wir haben. Zu vertrauen, dass er gut ist. Zu vertrauen, dass sein Plan gut ist. Zu vertrauen, dass er in uns am Werke ist und uns umgibt mit seiner Herrlichkeit und seiner Macht und seiner Stärke und seiner Gegenwart. Das ist ein Leben, zu dem Gott uns einlädt. Kein langweiliges Leben, kein Leben geprägt von Religion und Gesetzen, kein leichtes Leben, ein heiliges Leben, ein Leben mit Gott, ein berufenes Leben, ein besonderes Leben. Und diese Weihnachtsgeschichte setzt ein Beispiel, wie Gott nicht nur Maria berufen hat, sondern wie Gott dich beruft und mich beruft. Und ich frage mich, ob du diesen Gott kennst. Ich frage mich, ob du schon einmal so eine Begegnung gehabt hast, wie Maria gehabt hat. So eine Begegnung gehabt hast mit Gott, so wie ich sie gehabt habe, wie viele von uns sie gehabt haben. Kennst du Jesus? Hast du eine persönliche Beziehung mit dem allmächtigen Gott? Hörst du seinen Ruf und hast du dich jemals gestellt und gesagt, hier bin ich. Zeig mir, wer du bist und zeig mir, wer ich sein kann in dir. Genau das möchte ich jetzt tun. Ich möchte diese Einladung aussprechen, aber diese Einladung kommt nicht von mir. Diese Einladung kommt von Gott, direkt zu dir. Gott hat alles getan, um dir nahe zu sein. Alles getan, um dich zu retten. Alles getan, um in deiner Nähe zu sein. Und er streckt seine Hand aus und er lädt dich ein zu sagen, willst du ein Leben mit mir? Und jetzt stellst du mir die Frage, aber Freimund, ich bin kein religiöser Mensch. Ich gehe nicht in die Kirche ab und zu mal, weil meine Oma mich zwingt. Aber ich bin nicht so der religiöse Typ. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich biete keine Religion an. Ich biete dir eine persönliche Beziehung mit Jesus an, mit Gott an. Ich biete dir an, den Schöpfer kennenzulernen. Der, der dich geschaffen hat. Der, der dich liebt. Der, der einen Plan für dein Leben hat. Alles, was ich dir anbiete, ist eine Freundschaft. Alles andere wird sich ergeben. Der Anfang liegt in unserer Beziehung zu Gott. Und Gott sagt, hey, ich kenne dich. Ich liebe dich. Ich vergebe dir. Ich will ein Leben mit dir. Und wenn du sagst, Freimund, weißt du was? Diese Weihnachten, diese Adventszeit ist mein Moment, ist mein Zeitpunkt. Ich will mein Leben Jesus geben. Ich will Gott einladen in mein Herz. Oder anders gesagt, ich will seiner Einladung folgen. Ich will seine Hand ergreifen. Und fragst du mich jetzt vielleicht, wie? Wie um alles in der Welt soll das funktionieren? Wie soll das gehen? Ganz einfach. Ich spreche ein simples Gebet. Mehr braucht es gar nicht. Und du kannst dieses Gebet nachsprechen in deinem Herzen. Du kannst dieses Gebet nachsprechen, laut, leise, wie auch immer. Mit einem ehrlichen Herzen dich an Gott wenden. Und dann sagt Gott in seinem Wort, wenn du mich von ganzem Herzen suchst, will ich mich von dir finden lassen. Wo auch immer du gerade bist, in einer von unseren Microchurches, bei dir zu Hause oder vielleicht auf YouTube, bist du auf diesen Channel gestoßen und du schaust dir gerade an. Du kannst einfach nachbeten. Ich bete vor, laut. Und ich möchte dich einfach einladen, nachzubeten und zu glauben, dass Gott in dein Leben kommt und ein neues Kapitel für dich beginnen wird. Neue Hoffnung, neues Leben, neue Perspektive, eine neue Stärke. Du bist nicht dazu verdammt, dieses Leben alleine zu leben, sondern in Gemeinschaft mit Gott. Come on, warum beten wir nicht gemeinsam? Herr Jesus,
Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst und mich so annimmst, wie ich bin. Komm in mein Herz. Sei mein Gott. Sei mein Herr. Und sei du mein Retter. Ab heute möchte ich mit dir leben. Den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam. Amen. Amen. Lord, I hear you, I know.
closer than you know. And lift up your voice and sing. And know that my love won't let you go. And I'm closer than you. Hey, was für eine kraftvolle Message und ein besonderer Moment jetzt gerade. Wenn du da bist und sagst, hey, ich habe gerade ganz neu erkannt, dass Gott ein Leben mit mir leben will, dann will ich dich ermutigen, hey, lass irgendjemand von dieser Entscheidung wissen, dass du sagst, hey, ich will mit ihm dieses Leben leben. Wenn du in unserer Microchurch bist, dann komm doch nach vorne nachher und hol dir eine Bibel ab, wir haben ein Geschenk für dich. Wenn du zu Hause bist, dann melde dich bei uns über den Link und lass uns wissen, dass du eine Entscheidung getroffen hast, dein Leben mit Jesus zu leben. Und wir würden dir gerne eine Bibel nach Hause schicken, weil darin liegt so viel von dem, was Gott für dich hat, seine Versprechen, seine Wahrheiten. Von dem her, fang einfach daran an zu lesen. Fang an, mehr herauszufinden über das, wer er ist. Und das ist die beste Entscheidung überhaupt. Und lass es irgendjemand wissen. Und ansonsten, hey, wir haben Online-Kleingruppen gerade, weil Gott will mit dir in dem Alltag leben. Und wenn du sagst, hey, ich will das entfalten und ich will das mehr kennenlernen, dann melde dich bei uns und du kannst einfach irgendwo dabei sein und eine Kleingruppe dabei sein, um zu lernen und zu wachsen. Demher, hey, ein genialer Gottesdienst, ein genialer Tag. Ich würde sagen, ich bete noch für die Woche, dann gehen wir in den restlichen Sonntag. Jesus, wir danken dir so sehr für alles, was du gesprochen hast, für jeden einzelnen Moment, den wir heute hatten mit dir zusammen. Wir danken dir, dass, wenn wir jetzt den Gottesdienst verlassen, du uns nicht verlässt, sondern dass du mit uns bist jeden einzelnen Tag. Gott, ich bete für eine Woche, wo wir zum Segen werden für andere, wo wir einen Unterschied machen an unseren Arbeitsplätzen, in unseren Nachbarschaften. Wir beten echt um deinen Segen für jeden Einzelnen. In deinem Namen, Jesus. Amen. Joy to the world, the Lord is.
Jesus, the Messiah.